John Locke und David Hume gelten als die Begründer des englischen Empirismus, demzufolge der Erkenntnisgewinn über die sinnliche Erfahrung erfolgt. Lockes Werke wurden alle um 1690 veröffentlicht. In den 100 Jahren bis zur Französischen Revolution ließen sie ihn zum einflussreichsten Philosophen in Europa aufsteigen. Locke verteidigte die Meinungsfreiheit, trat für die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie für die staatliche Gewaltenteilung ein. Damit nahm er wichtiges Gedankengut der Aufklärung vorweg. Für Locke gab es keine angeborenen Ideen oder moralische Prinzipien, denn man müsste solche dann bereits bei Kindern antreffen können. Das ursprüngliche Bewusstsein ist frei. Es ist leer wie ein weißes Blatt Papier, eine Tabula rasa. Durch Sinneswahrnehmung entstünden einfache Vorstellungen, die im Bewusstsein durch Überlegungen bearbeitet werden. Nach Locke entsteht solchermaßen unsere Erkenntnis, die das leere Blatt beschriftet. John Locke unterschied die Sinnesqualitäten in primäre und sekundäre Eigenschaften mit unterschiedlicher Wirkung. Primäre Eigenschaften sind messbar und im Allgemeinen unstrittig, wie zum Beispiel die Anzahl der einzelnen Xylophonbrettchen unseres Modells. Sekundäre Eigenschaften sind beispielsweise Farbe und Geruch des verwendeten Holzes. Bezogen auf unser Modell bedeutet eine einfache Vorstellung zum Beispiel die innere Zeitwahrnehmung, die wir deutlich wahrnehmen, wenn die Kugel durch das Rohr rollt und wir darauf warten, bis sie herauskommt. Auch der auf dem Xylophon erzeugte Ton repräsentiert eine einfache Vorstellung. Durch Überlegung können wir dann zu der komplexeren Idee kommen, dass es einen allgemein typischen Xylophonklang gibt. Außerdem können wir die Erkenntnis gewinnen, dass das Xylophon ein realer, äußerer und bleibender Gegenstand ist, denn zu unserer Hörempfindung kommen noch jene des Sehens und Tastens. Zudem empfinden andere Personen ähnlich wie wir. Mit solchen Unterscheidungen etablierte Hume einen neuen Begriff von Wirklichkeit. Nur die Sinnesempfindungen bestehen wirklich. Was der Geist aus diesen Wahrnehmungen formt, unterliegt Gesetzen der Assoziation, der Gewohnheit, des Raumes, der Zeit und der Kausalität. Das große Chamäleon in unserem Modell ähnelt den beiden kleinen im Ästegewirr. Wir assoziieren alle drei deshalb in unserem Geist zu einer gemeinsamen Klasse, zu einer biologischen Art. Die verschiedenen Gewächse ähneln sich in ihrer Farbe und ihrer Gestalt, weswegen wir sie zur Klasse der Pflanzen verbinden. Das Chamäleon sieht in jeder Einzelbewegungsphase etwas anders aus. Da diese Phasen räumlich und zeitlich hintereinander folgen, verknüpfen wir die Einzelvorstellung zur Vorstellung eines einzigen Chamäleons in Bewegung. Selbst der Farbwechsel lässt uns nicht daran zweifeln. Da das Erscheinen eines Insekts oben am Ast und das Ausfahren der Zunge des Chamäleons stets hintereinander erfolgen, nennen wir das erstere Ursache und letzteres Wirkung. Dies besagt aber nichts anderes, als dass die entsprechenden Vorstellungen regelmäßig aufeinander folgen. Und so nehmen wir an, dass dies auch in Zukunft so erfolgen wird. Kausalität ist folglich kein logisches, sondern ein psychologisches Phänomen. Und so verfügt der Mensch, David Hume zufolge, über die Fähigkeit, verschiedene Eindrücke nach bestimmten Assoziationsprinzipien zu verbinden. Dabei kommt es gelegentlich zu falschen Kombinationen. Was dem Verstand entspringt, existiert laut Hume nicht wirklich. Eine objektive Realität gibt es nicht. Da Hume alle Sinneswahrnehmung zerlegt, bezweifelt er, dass es überhaupt Ganzheiten und eine materielle Substanz gibt. Er vertritt damit einen gemäßigten Skeptizismus.